Willkommen, Freunde, auf diesem YouTube-Kanal erfolgreich verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass ihr dabei seid. Wie ihr seht, sitze ich hier in dem Auto und ihr habt es schon am Titel gesehen. Heute soll es auch ums Auto gehen, besser gesagt ums Geschäftsfahrzeug. Und da möchte ich euch ein bisschen meine Erfahrung dazu geben. Vorab schon mal, ich bin kein Steuerberater, deshalb kann ich euch hier nicht beraten, was das Auto angeht. Wenn ihr genau Informationen haben möchtet, dann wendet euch an euren Steuerberater oder sucht einen Steuerberater auf, der euch eine genaue Kalkulation machen kann zu eurem Firmenwagen bzw. wenn ihr einen Firmenwagen euch anschaffen möchtet. Dennoch möchte ich hier ein paar Eckdaten nennen, wie das genau kalkuliert wird und ob es auch für dich ein Vorteil sein kann, einen Firmenwagen in deinem Geschäft aufzunehmen. Ich habe hier ein paar Notizen gemacht. Und möchte euch mal ein bisschen dazu was erzählen, denn wie ihr seht, sitze ich hier in dem Auto und ich habe einen Geschäftswagen mir angeschafft und muss ehrlich sagen, ich bin damit sehr zufrieden, beziehungsweise kann ich diese Kosten, die ich mit dem Geschäftswagen aufbringe, auch komplett von meiner Firma abschreiben und das ist sehr gut. Zuerst einmal ist zu sagen, dass ein Firmenwagen definitiv für alle die sind, die schon ein erhöhtes Gewinnaufkommen haben, das heißt, die schon gut im Geschäft sind und gute Umsätze erzielen können und dementsprechend gute Gewinne und dann auch einen Firmenwagen natürlich sich leisten können. Weil in der Regel braucht jeder ein Auto, wenn man es privat nutzt, kann man auch geschäftliche Fahrten davon absetzen. Jedoch würde ich empfehlen, auch wenn man das Fahrzeug überwiegend geschäftlich nutzt, dann aber auch komplett als Firmenwagen laufen zu lassen. Oder auch natürlich gibt es Regeln, die man nutzen kann, wo man es geschäftlich und privat nutzen kann, wo man keine große Unterscheidung machen braucht. Und diese Modelle stelle ich euch gleich vor. Ja, kommen wir zu der Frage, wo bekomme ich denn ein Fahrzeug her? In der Regel kann man sich ein Fahrzeug kaufen oder leasen. Ja, als Geschäftswagen würde ich ein Fahrzeug eigentlich eher leasen als kaufen. Es sei denn, es ist ein Gebrauchtwagen, das etwas älter ist. Dann kann man es natürlich auch kaufen. So kann man auch schon eine gewisse Summe aus dem Geschäft abschreiben, falls man seine Gewinne etwas minimieren möchte. Das wird dann über mehrere Jahre abgeschrieben. Genaue Abschreibungsjahre und Verläufe bekommt ihr von eurem Steuerberater und könnt die im Internet nachschauen. Ins Detail soll es heute darum gehen, um die Regelungen, wie man ein Fahrzeug nutzen kann. Es gibt nämlich die Regel, ein Fahrzeug komplett geschäftlich nur zu haben. Das heißt, dieses Fahrzeug darf nur für gewerbliche Zwecke genutzt werden. Ja? Gar keine privaten. Denn dann dürfte man diese Regel nicht anwenden. Das ist aber mit verschiedenen Auflagen verbunden, die vom Finanzamt und von dem Gesetzesgeber so vorgeschrieben sind. Deshalb machen es die wenigsten, ein Fahrzeug komplett geschäftlich laufen zu lassen. Es sei denn, das sind große Firmen wie Lieferdienste und, und. In der Regel wird ein Geschäftsfahrzeug mit der 1%-Regelung berechnet. Es gibt noch die Fahrtenbuchmethode, was die wenigsten machen, weil bei der Fahrtenbuchmethode würde man vor jeder Fahrt erstmal sich notieren müssen, den Kilometerstand, welche Fahrt du damit tätigst. Ist es jetzt die private Fahrt oder ist es die geschäftliche Fahrt? Sowas lohnt sich, wenn man überwiegend mehr geschäftliche Fahrten tätigt und weniger private. Wenn man aber jetzt 50-50 das beispielsweise hat oder sogar mehr private Fahrten als geschäftliche, dann sollte man hier die 1%-Regelung in Betracht ziehen. Und zu der 1%-Regelung ist natürlich einiges zu beachten. Es ist nämlich so, in dem Beispiel würde ich jetzt vom 40.000 Euro Listenpreis ausgehen, und zwar Brutto-Listenpreis eines Fahrzeugs. Von diesem Brutto-Listenpreis, sagen wir mal 40.000 Euro, wie die Regel schon heißt, 1% muss man von dem Brutto-Listenpreis berücksichtigen. Das sind bei 40.000 Euro 400 Euro und diese 400 Euro, die kommen dann auf eure Gehaltsabrechnung drauf. Doch Moment, da kommt noch einiges mehr und zwar ist es so, dass man, weil man private Fahrten durchführt, man noch 0,03% berücksichtigen muss für den einfachen Weg von zu Hause zur Arbeit, zum Arbeitsplatz.
Das heißt, gehen wir von 15 Kilometer aus in eine einfache Strecke. Und das sind von 40.000 Euro Listenpreis, 0,03% sind 180 Euro. 1% vom Bruttolistenpreis, 400 Euro. Und die 0,03% von der einfachen Strecke bei 15 Kilometern, 180 Euro. So, und nun ist es so, dass das Ganze monatlich auf eure Gehaltsabrechnung draufkommt. Das ergibt in Summe 580 Euro. Ich blende euch hier mal eine Gehaltsabrechnung ein. Und zwar ist das hier die Version mit Kfz. Und ihr seht es hier, private Nutzung kommen 580, werden auf eure Brutto, auf euer Bruttogehalt aufgeschlagen. Ergibt in Summe Bezüge von 4.580 Euro. Nun ist es so, dass von den 4.580 Euro alle Sozialabgaben bzw. Lohnsteuer und so weiter, alle Steuern abgezogen werden müssen. Und ihr seht es hier, eure Steuer erhöht sich dementsprechend für die ganzen Sozialabgaben. Und am Ende haben wir Abzüge von 2.409,70 Euro. Und am Ende bleibt euch ein Auszahlungsbetrag von 2.170,30 Euro. Schauen wir uns die Variante jetzt ohne das Fahrzeug an, ohne einen Geschäftswagen. Dann haben wir hier das Ganze so, dass wir ein Bruttogehalt wieder von 4.000 Euro haben. Hier haben wir jetzt keine private Kfz-Nutzung. Die kommt hier nicht drauf, deshalb bleibt es bei den Bezügen von 4.000 Euro. Und wie ihr hier schon erkennen könnt, haben wir natürlich viel weniger Steuerabgaben, wie die Lohnsteuer und Sozialabgaben. Dementsprechend haben wir dann nur noch Abzüge von 1.531,36 Euro und haben dann einen Auszahlungsbetrag von 2.468,64 Euro. Das heißt, wir haben, wenn man das Ganze jetzt gegenüberstellt, haben wir nur Kfz-Kosten, die uns auf der Abrechnung draufkommen, von 298,34 Euro. So, jetzt müsst ihr natürlich für euch kalkulieren, wie das denn sich verhält, ob es sich tatsächlich lohnt, einen Wagen geschäftlich anzumelden oder nicht. Weil hier müsst ihr berücksichtigen, die Summe von 298,34 Euro klingt sehr viel und das monatlich, ja, fast 300 Euro. Jetzt müsst ihr aber berücksichtigen, alle Spritkosten werden vom Unternehmen getragen. Das ist der größte Aspekt. Dann haben wir die Versicherung, wir haben die Steuern und natürlich auch Wartungskosten, Reparaturen, Werkstatt und, und. Da kann natürlich im Monat einiges zusammenkommen, vor allem wenn es dann so ist, dass wir beispielsweise größere Reparaturen haben, die mal schnell 1.000 Euro kosten können. Ja? Natürlich passiert das nicht bei einem Neuwagen, aber wenn ihr einen Gebrauchten holen solltet, dann kann es durchaus so sein. Und was man natürlich auch berücksichtigen muss, alle Kosten werden dann natürlich von Unternehmen getragen und diese Sachen, diese Kosten, die könnt ihr abschreiben. Wenn man unternehmerisch handeln möchte, dann sollte man so viele Kosten wie möglich vom Unternehmen abschreiben. Weil das macht ein Unternehmer aus, wenn du tatsächlich so viele Kosten wie nur möglich vom Unternehmen abschreibst, um deinen Gewinn im Unternehmen zu mindern, um so natürlich auch die Steuer etwas zu minimieren. Sobald du Dinge privat kaufst bzw. privat aus der eigenen Tasche bezahlst, dann ist es schon das Geld, was du versteuert hast. Und sobald du aber, solange du vom Unternehmen dein Geld investierst und Dinge Anschaffungen machst, dann ist es immer eine bessere Investition als von privat. So, das soll ungefähr das Video dazu gewesen sein zur Kfz-Nutzung. Kurz bevor ich es vergesse, es gibt natürlich die 1%-Regelung, gilt jetzt für normale Verbrenner. Also bei Hybrid und Elektro gibt es da einen Vorteil tatsächlich. Und zwar, Hybridfahrzeuge nimmt man nur die Hälfte des Listenpreises. Das wäre in dem Falle nur 20.000 Euro. Und wenn man ein reines Elektrofahrzeug hat, dann ist es tatsächlich so, dass man sogar hier nur ein Viertel nimmt. Das heißt, von 40.000 Euro werden nur 10.000 Euro auf die 1%-Regelung berechnet.
Und das ist, kann sich tatsächlich lohnen in dem Falle, wenn man sich dann ein Elektrofahrzeug holt. Zumal man sagen muss, ein Elektrofahrzeug ist für die ersten 10 Jahre komplett steuerfrei, also steuerbefreit von der Kfz-Steuer, muss ich dazu sagen. Nicht alle anderen Steuern natürlich nicht. So, aber Kfz-Steuer ist schon mal befreit und das ist eine, im Jahr können das mal 300 € sein bei einem normalen Verbrenner. Deshalb auch hier sind Aspekte und Dinge, die man sparen kann. Ja, das soll es dazu gewesen sein. Wenn du noch weitere Fragen hast, gerne unten in die Kommentare mir eine Notiz dazu schreiben. Ich werde es so schnell wie möglich und versuchen, so schnell wie möglich es zu beantworten. Ansonsten freue ich mich, wenn dir dieses Video gefallen hat. Gib dem Video gerne einen Daumen hoch, teile es mit anderen, denen es auch nützlich sein kann. Und wenn dich solche Themen interessieren, Unternehmertum, aber auch E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, die Selbstständigkeit und vieles mehr, dann abonniere gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video und bleibst immer auf dem aktuellen Stand. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video, alles Gute, ciao.